Hört, hört, du hörst The Midnight? Ja, ich habe die Band vor kurzem entdeckt und muss sagen, The Midnight geht richtig gut ab. Ist meine Geheimempfehlung an euch. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich nicht, ihr hört eher so Mainstream-Kram. Aber ich, als Experte in Sachen Musik, ja, der sich auch fern der Mainstream-Kategorie bewegt, bin natürlich schon sehr lange Fan von The Midnight. Gute Geschmacksverschwabbel, schon das Lied Jason von denen gehört? Noch nicht, nein. Ich kannte die schon eher als du? Das könnte sein. Okay. Jetzt so gut. Ich hoffe, sie sind nicht direkt an meinem Zeug gespawnt. Hello there! Oh, hab ich dich nicht getroffen? Bro, what the fuck? Das war so knapp. Holy shit. Den treffe ich aber, bevor du die Palette reichst. Er ist so groß. Ist Freddy so klein? Freddy ist ein kleiner Killer, ich weiß, aber Adam wirkt riesig im Vergleich zu mir. Ich hatte ganz kurz Respekt vor ihm, obwohl ich der Killer bin. Adam ist richtig groß und breit gebaut. Mein kleiner Freddy würde voll auf die Schnauze kriegen, wenn der sich dazu entscheidet, zu boxen. Wow. Okay. Jesus. Queen leider gefunden. Schade. Hätte ich gerne noch länger behalten. Rückblickend wären wir jetzt mit Skirtschuk besser dran gewesen. Aber hey. Im Nachhinein ist man immer etwas klüger. Der Tat hat ihn gerettet. Zum Glück ist hier nicht direkt eine Palette gespawnt, sonst hätte das eine Dead Heart die Chase nochmal unendlich lang verlängert. Oh, scheiße. Bitte nicht. Gott sei Dank. Sheesh. Puh. Also dann, meine Damen und Herren, let's go. Zwei Gens gerade auf 70%. Ich würde den Gen hier gerne treten. Den anderen muss ich leider sacrificen. Wir haben jetzt nicht mehr so viel, was uns die Gens beschützt. Leider, leider. Wer ist meine Obsession? Ah, der Adam ist meine Obsession. Ich habe meine Obsession geändert. Warte mal. Die ist... Ist die... Vielleicht haben wir gerade jemanden kennengelernt, der... nicht auf dem gleichen Niveau spielt wie die anderen. Hey, Bro. Es ist immer so knapp, ne? Warte, war das eine unechte Palette? Oh mein Gott, ich dachte, es wäre eine echte. Oh nein, what the fuck? Ich hätte da gar nicht reinzwingen müssen. Das war eine Ehe. Das war nur eine von meinen Paletten. Woher soll ich das wissen, Bruder? Oh mein Gott, nein. Woher? Ich hab das nicht gesehen. Woher sollte ich das wissen, Chat? Ich hab es. Kannst du mal bitte weggehen? Was bist du denn? Einfach nur ein Punching Bag? What the fuck? Oh no. Oh no. Die ist nach links weg. Ich will den Gen hier wieder treten, der fast fertig ist. Vielleicht sitzen hier sogar schon Leute. Ja. Alright. Das einzige Gute ist, dass wir gerade viele Stacks sammeln. Du dachtest, ich wäre hinter dich geportet. Tja, zu doof aber. Falsch gedacht, mein Kleiner. Komm mit, Schnuckiputz. So. Da hinten läuft jemand zu dem Gen, den ich getreten habe. Die die Claudette ist nicht mehr angeschwächt, aber sie ist dran. Alles gut. Deine Paletten werden dir weiß angezeigt. Hier wie ein Haar. Junge, die wurde nicht weiß angezeigt. Ich schwöre, sie wurde nicht weiß angezeigt. Sie werden nur weiß angezeigt, wenn ich durch Wände hindurch gucke. Aber wenn ich sie, wenn ich so drauf gucke, dann nichts weiß. Verstehst du?
Ich kann hier mal kurz die Tür zerstören. Das ist eine gute Idee. Not gonna lie, ich hätte ihn gerne in der zweiten Phase. Vielleicht kriegen wir das noch hin gerade. Die zwei von denen sind an Jens. Vielleicht sind sogar drei von denen an Jens. Ich will ihn noch kurz in der zweiten Phase haben. Das haben wir gerade bitter nötig. Ja, jetzt gehen nämlich drei Jens an. Nice. Da kommt die zweite Phase. Schafft er nicht. Das haben wir gerade gebraucht. So, wenn wir jetzt den Dwight wiederfinden. Sehr gut. Sein D-Strike müsste, ja, dann irgendwann mal auslaufen. Irgendwann. Wollte er geschnappt werden? Weil sein D-Strike noch ready ist? Maybe. Wir tun ihm nicht den Gefallen. Und heben ihn direkt auf. Wir sind doch nicht doof. Hier ist jemand um die Ecke. Leider meine Obsession, aber hey, muss sein. Hier ist sogar noch ein Circle of Healing in der Nähe. What the fuck? Was noch jemand? Ich brauch ihn. Ich brauch ihn dringend. Scheiß Circle of Healing. Ich brauch ihn dringend. Scheiß Circle of Healing und scheiß D-Strikes. Let's go! Wir brauchen ihn. Wir müssen hinterher. Und zwar schnell. Yeah, yeah, yeah. Die klicken halt, weil sie wissen: Oh, es ist Freddy. Oh mein Gott. Wir sind fast fertig mit den Gents. Es ist nur Freddy. Klick, 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 Freddy. Freddy. So funny. Wir brauchen diesen einen Kill. Und dann können wir mit dieser Blutwächter-Kombo vielleicht im Late Game noch was reißen. Mal schauen. Ah, die Tür ist nicht. Scheiße. Zerstörbare Wände. Die größte Erfindung, seit es Schokolade gibt. Und der läuft jetzt schon wieder die gleiche Strecke, weil er genau weiß, dass die fucking OP ist gegen mich hier. Großartig. Ich muss das Ding zerstören, ansonsten habe ich ein Problem. Super nervig. Die hier ist die schlechteste von denen. Aber sie hat sich immer wieder als Meat Shield angeboten und reingestellt. Dead Heart? Das hast du aber dabei. Die drücken kannst du. Flash und an den Kopf gepackt. TWNL Raute Schwabbelsucht. Ich hab keine Zeit. Abend alle ich muss zusammen. Kämpfen. Wir müssen den Dwight wiederfinden. Und die tanken alle so hardcore für den, ne? Die tanken alle so hardcore für diesen dreckigen Dwight. Dieser elende Mobs. Hey. Die wird den Gen durchziehen. Viele Leute jetzt hier, die den Gen fertig machen wollen. Das ist der einzige, auf den sie sich konzentrieren. Vielleicht können wir da mal sehen. Irgendwelche Shenanigans. Klick, klick, klick. Ich wünschte, ich würde die neu spielen. Oh mein Gott. Ist okay. Ich bin ruhig. Ich bin super ruhig. Drei von vier Leuten sind angeschwächt. Immerhin. Dwight ist wieder voll geheilt. Sie hatten ja auch Circle of Healing Totems dabei. Wenn ich Dwight wiederfinden würde, müsste ich mich an ihn dran kleben und hoffen, dass er keine Safe Pallets erwischt. Jetzt sind alle von denen wieder aufgeheilt und ich habe vielleicht 10% oder so am Gen wettgemacht. Der braucht jetzt wieder 10%, bevor er fertig ist.
Die zwei heilen sich da vorne. Die Frage ist, wo ist Dwight? Den brauche ich halt. Dwight repariert wahrscheinlich in der Shack. In die Richtung hat er sich verzogen, als ich ihn geschlagen habe. Durch Circle of Healing können sie sich immer wieder am Hauptgebäude hochheilen. Da laufen sie hin, um sich zu resetten. Ah nee, er repariert nicht hier. Interessant. Aber sie haben halt unendlich viel Heilung hinter mir. Das ist das Problem. 25% fehlen jetzt wieder an dem Gen. Drei Leute sind hier. Das ist gut. Dead Heart. Getankt. Ein paar Stacks musste ich leider hergeben. Schade. Sehr, sehr schade drum. Dwight ist hier hinten. Vielleicht kriege ich ihn. Mal schauen. Läuft er direkt weg nach rechts? Ja, nice. Den brauche ich. Wenn wir den Jungen kriegen, Chat. Ich hoffe, er benutzt nicht wieder diese eine Tür, die fast weg ist. Ah, er hat hier einen Safe Spot. Irgendwelche Rubberbanding-Scheiße hier. Nice. Ah! Bitte vernichte diesen Namensklauer TWN-Kopf. Er weiß, dass er jetzt immer wieder die gleiche Strecke laufen kann. Ich muss die Tür zerstören, sonst kann er das unendlich oft benutzen. Geht halt leider nicht anders. Leider Gottes. Weiß doch nicht, an welches Tor... Oh, da war er! Oh mein Gott, das wäre gut. Das könnte ich in Kombination mit meinem Add-on benutzen. Oh, scheiße, wäre das gut. Nice, er hat verkackt. Dead Heart. Jo, wie viele Dead Hearts haben die? Kein fetten Nasen, Junge! Und eine neue Palette! Kannst du bitte Freddy spielen? Schwabbel, ich will, dass die Survivor sich kurz mal die Hand in die Hose stecken können. Das wäre richtig tittentastisch, Alter. Wenn sie da vorne aufmachen, unser Addon blockt sie noch für 15 Sekunden. Das ist gut. Sie sollen da ruhig aufmachen, mein Addon blockt sie noch für 15 Sekunden. Die werden gleich richtig dumm aus der Wäsche gucken, kleinen Scheißer. Tja. Mein Addon versperrt euch den Ausgang, kleinen Nasen! 15 Sekunden. Wenn ich den jetzt aufhänge, kommen nach den 15 Sekunden noch 60 Sekunden, Blutwächter. Bro, warum ist der nächstbeste Haken? Oh mein Gott! Warum ist der nächstbeste Haken 1 Million Quadratkilometer entfernt?! Blutwächter, Arschloch. Zeig mir dein Dead Heart. Hast keins? Ja, fick dich, Arschloch. So, und du? Klick, klick, klick die ganze Zeit, ihr Hundesöhne! Warum? Wo sind die Haken denn bei Daylight? Wo soll ich denn hin, Bro? Hier ist nichts! Chat, wo soll ich die aufhängen? Die ist so schlecht, oh mein Gott. Jetzt habe ich lauter geslackte Leute hier. Und ich kann sie nirgendwo aufhängen. Ich kann sie nirgendwo aufhängen, weil wir keine Haken haben. Es ist so dreckig, Junge. Und die kann ich nicht mehr transportieren, die habe ich schon aufgehoben gehabt. Wo soll ich sie hintragen? Es sind keine Haken in der Nähe! Der Keller war da? Der Keller! Julian, ist das dein fucking Ernst? Ich soll von da hinten, vom Ausgang, wo sie mich jetzt teabaggt, herzlichen Glückwunsch, sie hat seit 20 Spielen das erste Mal wieder gegen Freddy gespielt. Soll ich sie hier reintragen, hier einmal komplett rum und hier runtergehen? Glaubst du, das geht gut? Von da hinten bis hier hin? Joland! Und dann kriegst du du outplayst schon so gut wie es geht mit einem scheiß schwachen Killer. Und dann klick, klick, klick und, Alter, und dann teabaggen. How are you? How miserable does one have to be to get cocky and ill-mannered against one of the weakest killers?
almost dying, almost handing me a 4K, being lucky since DBD wasn't giving me a single hook close to the exit gate, yet talking big. But yeah, go ahead and write TV in your nickname. I bet many people would love to watch somebody as miserable as you. What's wrong with you? Why are you mad? I'm just disappointed that more and more players are leaving DBD, especially people who used to play Killer, due to people like you. Bad manners, super cocky, not being grateful the slightest that you had, that you didn't have to fight the 10th nurse in a row, but against a Freddy. Are you okay, man? I'm fine. I am fine. I'm good. But you? You will soon enough be disappointed when you find out that your mom and I are going on a vacation sometime soon. Here's some advice. Soon enough, you will call me Daddy. 'Cause your mom is totally in love with me. And listen, listen here. When I am your daddy, things will change. If I should notice that you get cocky and bad manner, and if I should notice that you're BMing in online games again, you're grounded. And trust me, your mom is on my side. Not only on my side, but also on my C. Ich habe jetzt Sternchen gemacht, aber damit meine ich Cock. Have a nice day. Bye bye. Junge, ne? Es ist so frustrierend, Bro! Es ist so frustrierend! Du spielst einen der schlechtesten Killer im Spiel. Du weißt, dass du einen der schlechtesten Killer im Spiel spielst, die halt geloopt werden können ohne Ende. Und die Leute halt auch direkt so, oh ja, ich weiß nicht, so, oh mein Gott, ja, oh, geilen Freddy, ah, den habe ich seit Monaten nicht mehr gesehen. Klick, 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 T-Bag, T-Bag, T-Bag. Und du kriegst sie noch am Arsch, weil du damit gerechnet hast, dass es so kleine Cocky-Arschlöcher sind. Du hast ein Add-on mit dabei, das sie einsperrt, du hast Blutwächter mit dabei, du erschlägst sie massenweise im Ausgang und denkst dir, yo, jetzt muss ich nur noch aufhängen. Und dann sagt Dead by Daylight, hahaha, sorry, Herr Killer-Player, aber der nächstbeste Hook ist 200 Meter entfernt, Bruder. Ich habe nur eine Person mit Ach und Krach aufgehangen bekommen. Dass die sich nicht freigewiggelt hat, hat mich ehrlich gesagt gewundert. Normalerweise hätte der Dwight sich easy freiwiggeln können. So weit entfernt und dann noch mit einem Tank, da habe ich Glück gehabt, weil er wahrscheinlich direkt dachte, ich bin RIP und nicht von Anfang an mit 100% Effektivität gewiggelt hat. Aber dass ich da sonst niemand mehr dran kriege, obwohl ich das so schön eingerichtet habe, ist so frech. Und dann die Leute natürlich, weiß nicht, anstatt dankbar zu sein, dass Leute im High-Rank-Bereich alle Killer mal durchswitchen, ja, und sie nicht 10-mal, 20-mal hintereinander immer nur Nurse, Nurse, Nurse sehen. Nein, nicht dankbar, sondern halt einfach, sie machen auf Arschloch. Junge, das ist, das, oh mein Gott, ich... In solchen Momenten freue ich mich, dass Dead by Daylight Spielerinnen und Spieler verliert. Ich freue mich, dass Dead by Daylight den niedrigsten Spielerwert hat, die niedrigste Anzahl von Spielerinnen und Spielern, die gleichzeitig spielen, seit 2 Jahren, ja, vor 2 Jahren hatten wir das letzte Mal ein Spielerlevel, das wir hier und heute haben.
Weil es halt einfach runtergeht. Seit 10 Minuten. Bam, 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 bam. Gehen die Leute raus aus dem Spiel und haben keinen Bock mehr. Vor allem, und ich wette mit euch, das sind ein Großteil Killerspieler, die halt einfach keinen Bock mehr haben, dass das Spiel so scheiße gebalanced ist und die Leute, die als Survivor kannst du dir halt einen abkeulen und, also vorausgesetzt SWF, ne? So Solo-Survivor ist halt oft nochmal eine andere Sache, das ist auch scheiße. Aber halt, du brauchst einfach nur ein paar Leute, die wissen, wie es geht und dann kannst du halt einfach bam, 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 den ganzen Tag Killer vorführen. Es sei denn, sie spielen halt Nurse, es sei denn, sie spielen Blight. Es ist so toxisch. Es ist so fucking toxisch. Dieses Spiel hat so gelitten. Dieses Spiel leidet nach wie vor. Es blutet. Es blutet. Und irgendwann kommt der Gnadenschuss. Und ich werde den Gnadenschuss feiern, wenn die Devs ihren scheiß Arsch nicht hochbekommen haben bis dahin. Es braucht besseres Balancing. Junge, ich will nicht den ganzen Tag Nerds spielen, damit ich eine Chance habe gegen so kleine Arschlöcher. Ich will alle Killer spielen. Wozu hat Dead by Daylight viele coole Lizenzen abgeschlossen? Mit Freddy, mit Michael Myers aus Halloween, mit Stranger Things. Oh, ist ja nicht mehr da. Ups, sorry. Mit so vielen coolen Lizenzen, mit so vielen coolen Serien und Videospielen. Wenn man halt einen Großteil davon nicht spielen kann, ohne halt einfach nach vorn übergebückt zu werden und dann von hinten... den ganzen Tag auf den Arsch zu bekommen, ohne dass man das möchte. Ich habe mich beruhigt. Okay. Nächstes Ticket. Es gibt keine Limitationen, was auch immer ihr euch wünscht. Euer Wunsch sei mir Befehl. Kürbissüppchen. Ausgezeichnet. Okay, Kürbissüppchen. Kürbissüppchen, was für... Also, du hast freie Wahl, ne? Ah!
Thank you.
Thank you.